Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Stadtgraf und ich heiße euch heute herzlich willkommen zum dritten Part von Star Wars: The Old Republic. Und diesmal gehen wir zusammen hier mal richtig krass in die Höhle rein und gucken, was da so kommt. Was erwartet uns hier so in der Höhle? Ah, guck mal hier, die Höhle. Hey! Platt machen, ich bin ein Jedi. Hey. Ein guter Jedi, der macht sie platt. Ein guter Jedi, der macht sie alle platt. Ja, Fleischräuber. Wir machen dich platt. So. Und was ist hier drinne? Ich hoffe, dass das schön ist. Hallo Kiste, ich mach dich mal ein. Oh mein Gott! Ein Rucksack mit Schuhe drin. Buja! Und was ist denn noch drinne? Ein Rucksack. Oh, ich habe einen Kristall hier voll. Erstmal meditieren, so vor den toten Fleischräuber. Das tut mir so leid, dass ich euch getötet habe. Aber das sind dann schon der nächste. Hallo Fleisch. Ein Fleischräuber. Schamane auch. Und wie viel Euros hast du für mich? Yeah, 11 Euro. Yay. Toi, toi, toi. Nichtsdestotrotz mache ich euch fertig. Ich mache euch fertig. Yay, yay. Und zack und Stufe 5. Yay! Krieg mal, die sind so geil, sie haben keine Euros für mich. Das geht mal gar nicht. Ein Schamane. Nam, 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 nam. Hast du Geld? Yeah, wieder 13 Euro. Ich kann bald echt zum Meckes rennen. Schöne Lichtschwerter haben die da. Welches Level sind die? Die sind Level 12 und Level 61. Fuck, oh, Alter. Die sind voll der Cheater, ja. Willkommen im Club der Cheetah. Cheetah, Cheetah, Cheetah. So, ich betrete den Storybereich und ich heile mich, mein Herr Sport. O Vater, und ja, geheiligt wäre dein Lichtschwert. Ich werde dich töten, ich werde dich abschrecken und zack, juhu! Siehste? So geht das. Gib Geld. Sag mal, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich von den Fleischräubern? Yeah, 150 Euro. Ich hab hier 150 Euro. Das ist doch toll. Das ist toll, toll, toll. Hallo, ich bin da. Ich betäube euch. Ich mach euch platt. Tschüss. Keeper, die sind sogar so geizig. Die haben hier kein Geld. Wir Jedis müssen eigentlich die Leute umlegen, um an Geld zu kommen. Ja, das ist leider wahr. Wir sind nicht so reich. Wir werden nicht so reich belohnt. Wir sind also auf jeden Euro angewiesen. Elf Euro. Toll. Ja, schon wieder so ein Fleischräuber. Oh, guck mal, ein Katzentier. Wisst ihr Bescheid?
Gib mir dein Geld. Hey, 16 Euro, fett. Ich bin reich. Was ist hier drin? Nix. Ist ja langweilig, wenn da nichts drin ist. Mann, verdammt Axt. So, dann wollen wir uns doch mal hier angucken. Ey, yo. Ich mach dich platt, Digga. Ich mach dich platt, Digga. Ich mach dich fertig, Alter. Ich beklaue gleich deine Sachen. Haha. Ich hab dich platt gemacht. Und was gibst du mir? Oh, ein Schlüssel um 15 Euro. Und eine komische Schluckmann-Zahlenschuhe. Gib mal, die können wir ja nicht. Sind die ja wenigstens gut aus? Sag mal her, hier, Kollege. Wie mit gesagt, mit C könnte er mich was machen. Guck mal hier, Korruption, das ist schön, das ist hier auch nochmal. Na gut, fürs Erste muss ja das mal reichen hier, ne? So, und dann mal gucken. Da, 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 da. Sesam hat sich geöffnet. Und da ist ja schon eine blaue Kiste. Ey, guck mal, da ist ein Druide. Der bewegt sich ja. Glücklich, dem Orden zu dienen. Ah, ja. Der hat eine Sprung in der Schüssel. Glücklich, den Orden zu dienen. Okay, wie heißt du, Kollege? T701. Lass mich in Ruhe. Diese Waffen bringen Waffen, bla 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 bla. Davon abwenden. Sie sabotieren, um Feinde zu töten. Oder sie für die Dorfbewohner mitnehmen. Was soll ich machen? Naja, wir haben ja uns beschlossen, dass wir hier auf der Korruptionsstufe ganz nach unten klettern wollen. Deswegen machen wir die zwei. Ich wünschte, ich könnte die Gesichter der Fleischräuber sehen, wenn ihnen ihre Sachen um die Ohren fliegen. T7 froh, Jedi zu sehen. T7 gefangen. Fleischräuber muss gerettet werden. Wer bist du denn? Keine Sorge, kleiner Kerl, ich hole dich da raus. Na genau. Jedi, T7, hält. T7 ist gleich Jedi auf. Blablabla. Warum haben sie dich denn festgenommen? Was hat die Fleischräuber dazu gebracht, dich hierher zu bringen? Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Ich habe den Sinn von Sicherungsbolzen ohnehin nie verstanden. T7 ist gleich bereit. Ja, das ist ja schön für dieses Dings da mit Simon T. Wir wollen mal. Wie, folgst du mir jetzt? Bist du jetzt mein Begleiter? Das ist aber cool. Guck mal, ich habe einen T7-Begleiter. Yay! So, können wir auch eine Schnellreise machen? Das hier und das ist die Schnellreise. Können wir die auch machen? Ah ja, das ist auch schon mal gut. Guck mal. Ich habe nicht keine Lust, jetzt die ganze Zeit hin und her zu latschen. Guck mal, das ist doch schön. Dann sind wir mir auch erstmal hier. Dann sind wir ja offenbar hier richtig, ne? Gut, na dann folgt mir mal, kleiner Roboter. Hallo, Twi'lek.
hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Bin ich ganz deiner Meinung. 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot. Unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Nichts, was ich sage, kann euch jetzt Trost spenden. Aber wir tun wirklich alles, was wir können. Wie wäre es mit der Ausrottung dieser Tiere? Die Fleischräuber werden nicht aufhören, bis wir alle tot sind. Werdet ihr das zulassen? Niemals. Ich werde nicht ruhen, bis die Fleischräuber besiegt sind. Genau. Das ist ein Versprechen. Wir werden sehen, was das Wort eines Jedi wert ist. Ich hoffe, du kannst das Versprechen halten. Ich fürchte, er wird nicht gut auf eine Enttäuschung reagieren. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. Das Ding war mir ein Klotz am Bein, seit wir das Lager der Fleischräuber verlassen haben. Eine unserer Langstreckensonden. Ich dachte, wir hätten sie alle verloren. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Druiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Das sehe ich aber auch genauso. Deswegen gucken wir mal, wo sind die? Da haben wir es auch schon. Hallo! Hallo, du Hübsche! Na, guck mal, was es zu sagen hat. Einer unserer Späher hat euren Angriff auf das Lager der Fleischräuber aus der Ferne beobachtet. Er sagt, dass ihr viele von ihnen getötet habt. Ihr habt euer Leben riskiert, um uns zu helfen. Mein Volk hatte schon lange keinen Streiter mehr. Oh ja, gut. Hier stehen also, man kann sogar mit den Leuten flirten und das zeige ich euch jetzt mal hier, ne? Mit der 2. Natürlich hier, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, bla bla bla, war es bloß dich, bla bla bla. Wir nehmen jetzt hier die 2. Euer Streiter kommt gerne zurück, wenn ihr ihn braucht. Oh, ich sollte euch die Informationen geben, die ihr wolltet. Morind, Bericht. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen, ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ich komme ganz gut allein zurecht. Werde bloß nicht eingebildet. Du bist gut, aber du bist immer noch ein Padawan. Ich bin besser als du. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Dann wollen wir mal das neue Lichtschwert ausprobieren. Zack. Ich weiß ja nicht. Tschüss, Maus. Tschüss, Maus, ich gehe jetzt raus aus deinem Haus. So, wo müssen wir denn da hin? Das ist ja da hinten. Ach du Scheiße.
Naja, ich hoffe ja mal, dass ich da irgendwie da, hops. Ich hoffe, dass ich da irgendwie hops gehen kann. Nein, ich meine nicht hops gehen, dass ich da irgendwie hinkomme. Ich habe da keine Ahnung, wie ich da hinkomme, ich habe doch keinen Plan. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Machen wir das so, genau, pass auf. Erstmal Passen Sie auf sich auf. fliegen wir bis zum, wir fliegen nochmal zum Jedi-Tempel, holen die neuen Fähigkeiten ab, weil wir jetzt Stufe 5 sind. Und von da aus machen wir uns dann einen Plan, wie wir dann nach Kalett kommen. Um die Feind, es sei denn, hat der alte Schrein und so, ne? Genau. So. Ups, ich glaube, wir haben da ein bisschen was vergessen. Wir haben ja noch gar kein Weihnachten. Ah, Mann. Da ich das Ganze nur mit der Maus spiele, wird zumeist die Steuerung halt ein bisschen komisch. So, Sodale, das ist der Hohe Rat der Yadis, das Martis, der Hohe Rat des Martis. Ja, gemacht. Ohne Scheiß. Aber ich hasse die Steuerung. Man kann sie natürlich ändern, muss man aber nicht, ne? Jo, Arschloch, komm her, ja, ihr Bärwart. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Ach, quatsch mir nicht von der Seite vor, ich meine Reise. Tschüss, bin er mal, ne? So, wisst ihr Bescheid, ne? Ach, scheiße, was mach ich da? Ich warte hier den da. Hops und hops und hops. Na dann, fliegen wir doch Ich mal. grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. So, dann wären wir auch schon. Hier müssen wir hin, da sind wir da dran. So, aber das war's für heute erstmal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Star Wars World Republic, wenn es dann heißt, erkunde den alten Schrein. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.